Monster. Eines Tages sagte die Tochter zum Vater, ich gehe heute nicht ins Bett. Punkt. Darauf ging sie in ihr Zimmer und spielte bis zum späten Abend mit ihren Puppen. Sie kochte ihnen Tee in ihrer Puppenküche, ging mit ihnen hinter dem Bett spazieren, spielte Doktor und Ball mit ihnen. Als es nun schon sehr spät war und die Nacht den Tag verdunkelt hatte, ging das Mädchen in das Wohnzimmer, um nach ihren Eltern zu schauen. Doch dort saßen nicht mehr ihre Eltern. Nein. Mit großem Schrecken sah sie, dass ihre Eltern sich in grausige, hässliche, haarige Monster verwandelt hatten. Sie waren riesengroß, hatten Klauen statt der Hände, krumme dicke Nasen und Hörner. Eben standen sie vom Sofa auf und gingen zur Türe hinaus. Das Mädchen schlich ihnen ein wenig oder auch sehr ängstlich nach. Hinter der Türe war nicht mehr die Straße und die Stadt, der Kaufladen, das Papierwarengeschäft an der Ecke und auch der Kaffeegarten unter den Kastanienbäumen waren fort. Statt ihnen war ein finsterer, dichter Urwald dort. Und mitten zwischen langen Lianen und grünen Farnen, verfilztem Gestrüpp und dicken, knorrigen Bäumen schlurften die Elternmonster einen dunklen, engen Hohlweg entlang. Das Mädchen, neugierig und furchtsam, folgte ihnen in den dunklen Wald. Eine ganze lange Weile lang gingen sie durch den Dschungel. Eine ganze lange Weile lang schrien Vögel in der Ferne, fauchten große Katzen in der Nähe, heulten Wölfe unter dem Mond und bellten wilde Hunde im Gestrüpp. Sie gingen, bis sie eine große Lichtung im Urwald erreichten. Dort hatten sich unzählige Elternmonster versammelt. Und nun, liebe Maya, was taten die Monster dort? Menschen erschrecken. Richtig, nämlich die Menschen, die noch keine Kinder haben. Denen jagen sie einen solch großen Schrecken ein, dass diese Leute gleich am nächsten Morgen zum Laden am Eck laufen und sich ein paar Kinder kaufen. Die gibt es dort zum Sonderpreis, in allen Farben, Formen und Größen. Und haben sie ihre Kinder heimgebracht, so sind sie selber grausige Elternmonster und brauchen sich nicht mehr zu fürchten.